Mit Fliegen verbinde ich Freiheit. Es ist immer wieder wie ein Wunder, sich morgens an dem einen Ort zu befinden und dann am Nachmittag am anderen Ende der Welt. Für mich bedeutet Fliegen Freiheit, Unabhängigkeit, tolle Leute kennenlernen. Was mir bei Condair besonders gut gefällt, wir sind hier ein kleines Team und müssen dadurch eng zusammenarbeiten. Und es macht einfach Spaß, zusammen mit den Kollegen jeden Tag auf neue Herausforderungen zu lösen. Mit Condair verbinde ich Sommer, Sonne und Urlaub. Ich arbeite gerne für Condair, weil Condair an sich ein sehr, sehr sozialer, offener, freundlicher Arbeitgeber ist. Wir kümmern uns ganz besonders um die Familien, um die Kinder. Und deswegen finde ich, dass Janosch ganz besonders zu uns passt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich von meiner Oma das erste Wolfstigerhähnchen geschenkt bekommen habe und das Buch dazu, oh, wie schön ist Panama. Meine Lieblingsfigur von Janosch ist Günther Kastenfrosch, weil er einfach frech und witzig ist. Von den Figuren finde ich eigentlich die Tigerente am schönsten, weil die so klein knuffig ist und immer so polternd hinterhergezogen wird. Meine Lieblingsfigur von Janosch ist der Tiger, weil der einfach süß ist. Die Tigerente ist einfach nur süß. Ich glaube, ich verbinde sie mit meiner Kindheit. Und die Tigerente ist immer mittendrin dabei, egal ob sie vom kleinen Bären, vom kleinen Tiger gezogen wird. Die Tigerente ist immer mittendrin. Condair. Seit 1956 fliegt die Ferienfluglinie ihre Gäste an die schönsten Reiseziele der Welt. Birgit Klaus, Leitung Marketingkommunikation, verantwortet derzeit ein ganz besonderes Projekt der Fluggesellschaft. Condair macht immer wieder Charity-Projekte. Janosch ist ein Charity-Projekt, was wir jetzt neu starten. Und wir werden ganz viele Aktionen an Bord haben. Zum Beispiel werden die Flugbegleiter Pins tragen. Wir werden im In-Flight Entertainment auf die Kooperation hinweisen. Wir werden aber auch Aktionen am Flughafen für Kinder machen. Und Ziel ist es, in dieser Kooperation Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln. Wir haben uns für Janosch entschieden, weil er jung und alt fasziniert. Wir sind eine Familien-Airline. Wir fliegen von ganz kleinen Kindern bis ins hohe Alter jeden in die schöne, weite Welt, in den Urlaub. Und ich denke, das verbindet Condair mit Janosch, dass Faszination für Jung und Alt besteht. Die Projektkoordination liegt bei ihrer Mitarbeiterin Andrea Bauer. Die größte Herausforderung bei der Beklebung eines Flugzeuges ist in meinen Augen, die beiden Seiten zusammenzubringen. Einmal die künstlerische Seite und zum anderen die technischen Herausforderungen auch anzunehmen. Ich persönlich freue mich sehr auf die Kooperation. Momentan wache ich morgens mit Janosch auf, schlafe abends mit Janosch ein und beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit Janosch. Teneriffa. Die größte Insel der Kanaren ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Seit über 50 Jahren fliegt Condair Urlauber an diesen Ort. Einer hat sich vor vielen Jahren entschieden zu bleiben. Florian Rothart ist für den technischen Teil des Projekts verantwortlich. Bei der Beklebung von einem Flugzeug muss man auf viele Sachen achten. Das eine ist ganz einfach, liegt ganz einfach daran, dass man die Aufkleber richtig sieht. Also wir haben zum Beispiel oben an dem Flugzeugrumpf eine sogenannte Sichtkante und darüber bekleben wir gar nichts mehr, weil das einfach nicht mehr zu sehen wäre. Das zweite sind Vorgaben, die wir von Behörden oder aus luftfahrttechnischer Sicht kriegen. Das heißt, gewisse Bereiche an einem Flugzeug dürfen einfach nicht beklebt werden. Sind es Lichter oder Lüftungsauslässe, sowas dürfen wir nicht bekleben. Das heißt, das müssen wir dann später wieder ausschneiden, damit die Funktion von dem Licht zum Beispiel wieder gewährleistet ist. Um so einen Flieger zu bekleben, nutzen wir schon vorhandene Bodenzeiten, die wir sowieso haben, durch eine regelmäßige Wartung. Und dann gibt es extra Teams, das sind Leute, die sind wirklich geschult, so Aufkleber aufzubringen. Und das wird in kleineren Stücken, wird das mit so einem Kunststoffschaber auf die Flugzeugstruktur aufgebracht, dass das abgedichtet ist. Und dann entsteht so Stück für Stück ein ganzes Bild. Was mir beim Janosch-Flieger besonders gut gefällt, ist eine Aktion, die auch Kinder anspricht. Ich habe selbst zwei kleine Kinder und die sind ganz schön Feuer und Flamme. Und das macht schon Spaß, dann sowas zu sehen, wie auch gerade die Kinder reagieren auf so einen bunten Flieger. Der wohl berühmteste Kinderbuchautor Deutschlands hat sich in einem kleinen Dorf in den Bergen Teneriffas niedergelassen.
Hier lebt und arbeitet der Künstler Janosch. In seinem Atelier entstehen zahlreiche Bilder und Geschichten. Auch die Entwürfe für den Janosch-Flieger werden auf Teneriffa entstehen. Früh morgens in Frankfurt macht sich Projektleiterin Andrea Bauer auf die Reise zu Janosch, um den aktuellen Stand der Kooperation zu besprechen und gemeinsam mit dem Künstler die Anordnung seiner beliebten Motive auf dem Layout des Fliegers vorzunehmen. Für einen reibungslosen Ablauf sind bei Condor insgesamt 3.500 Mitarbeiter im Einsatz, 900 am Boden und 2.600 in der Luft. Ich fliege heute nach Teneriffa und ich darf heute endlich Janosch kennenlernen und ich bin total aufgeregt und freue mich total auf den Flug. Ich erwarte mir von dem Treffen, dass ich einfach den Charakter Janosch kennenlerne und ich freue mich, dass wir einfach darüber sprechen können, wie weit wir momentan sind mit dem Modell, mit der Beklebung und ja, ich freue mich einfach auf einen Austausch mit ihm. Der Frankfurter Flughafen ist der drittgrößte Flughafen Europas. Knapp 60 Millionen Passagiere werden jährlich hier abgefertigt. Mit fast 80.000 Beschäftigten bei über 500 Firmen und Institutionen ist der Flughafen Frankfurt die größte lokale Arbeitsstätte Deutschlands. Condor fliegt jährlich 6,7 Millionen Passagiere zu rund 75 Destinationen weltweit. Ich denke, dass Janosch ein sehr faszinierender Mensch ist und ich denke, er ist genauso außergewöhnlich wie seine Geschichten, die er erzählt. Oh, wie schön ist Panama! Die erste und wohl bekannteste von vielen Geschichten vom Tiger und vom Bär. Kaum jemand ahnt, auf welch ungewöhnlichem Weg Janosch zu dieser Geschichte gekommen ist. Nach dem 10. Buch. Die Bücher wurden nicht gekauft, keiner wollte die haben, ich fand keinen Verleger. Und ich saß, ich weiß den Augenblick noch genau, weil ich mir dachte, es passiert jetzt etwas geschichtlich Wichtiges. Ich saß auf einem Stuhl und ich wollte ein nächstes Buch machen und ich dachte mir, verflucht, es wird ja nur Kitsch gekauft. Was ist Kitsch? Und da fiel mir ein Teddybär ist Kitsch. Da beschloss ich, soll ich die ganze Geschichte erzählen? Ja, bitte. Da beschloss ich, ich mache jetzt ein Buch mit einem Teddybär. Und das kauft dann jeder, weil ein Teddybär, das ist so. Und dann fing ich an, ein Teddybär. Und dann ist eine Regel, wenn man ein Buch für Kinder macht, da muss auch ein Freund dabei sein. Und dann dachte ich mir, was braucht ein Teddybär auch einen Freund? Das ist ein Tiger. Ich habe auch einen Text dazu geschrieben. Es war immer ein kleiner Bär, alles muss klein sein für Kinder. Und was ist noch blöde? In Kinderbüchern, sie machen eine Reise. Ich dachte, jetzt habe ich es, der Tier und der Bär machen eine Reise. Und dann hing ich wieder fest. Und da kam eine Nachricht im Radio, Fernsehen gab es noch nicht, bei mir jedenfalls nicht. Der Präsident von Panama wurde verhaftet wegen Betrug. Und dann dachte ich mir, Panama, das ist genau das Richtige, die Reise nach Panama. Und da hatte ich das. Und da konnte ich das in einem Zug, in einer Woche durchzeichnen, durchschreiben. Also alles nur Kitsch? Nein, nein, den Rest habe ich noch nicht erzählt. Als ich das Buch dann hatte, habe ich mich dann sowas von geschämt, dass ich es nur einmal neu gemacht habe und dass es nicht mehr doof war. Okay. Also das war zuerst war das völliger Blödsinn. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das die Leute lesen, dass das so ein Mist ist, das muss ich umschreiben und was Vernünftiges draus machen. Und dann habe ich das umgeschrieben. Hier ist der kleine
Landeanflug auf die spanische Ferieninsel. Mehr als 800.000 deutsche Touristen kommen jährlich nach Teneriffa. Viele von ihnen fliegen mit Condor auf die Kanareninsel. Während im Cockpit die abschließenden Checkpunkte durchgegangen werden, verlassen die Gäste bereits das Flugzeug. Andrea Bauer kann es kaum erwarten, den Künstler bald persönlich kennenzulernen. Jetzt gehe ich meinen Mietwagen abholen und mache mich auf die Suche nach Janus Haus in den Bergen. Währenddessen in Frankfurt. Florian Rothart überwacht Arbeiten in der Technikhalle und zeigt am Flieger, was bei der Beklebung beachtet werden muss. Was man jetzt hier auch schön zeigen kann an diesem Exterior Light hier ist, also wenn wir jetzt hier einen Aufkleber aufbringen würden, großflächig, würden wir den um den Bereich des Exterior Lights auch ausschneiden. Und was wir in der Planungsphase mit dem Marketing zusammen machen, ist, dass wir uns absprechen, okay, vielleicht muss man einen Aufkleber anders positionieren, dass wir eben das Licht nicht genau vom Auge haben oder sowas, das würde einfach nicht schön aussehen. Ansonsten kann man auch hier auf dem Rumpf ganz gut sehen, unser Condor-Logo. In dem Fall ist es jetzt lackiert. Bei der Beklebung würde man es aber ganz genauso machen. Wir würden also den Bereich um das Fenster aussparen, damit das Fenster wieder frei ist. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch, wenn man jetzt oben an den Flieger guckt, haben wir auch eine gewisse Sichtlinie, die wir einhalten. Einfach aus dem Grund, dass man Aufkleber, die zu hoch angebracht wären, die würden wir gar nicht mehr sehen. Ne? Weil der Rumpf ist ja schon relativ dick, das kann man hier schön sehen. Und sobald wir aus dem Sichtbereich raus sind, würden es wohl die Vögel sehen. Tita N. Auf Teneriffa nähert Andrea Bauer sich ihrem Ziel. Das ist jetzt hier, glaube ich, links. Hallo, tut mir leid für die Verspätung. Für immer. Für immer. Für immer ewig. Ich freue mich sehr. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Es war gar nicht so weit. Und hier wohnen sie. Schauen Sie, das da. Von den Kindern in Mexiko geschenkt. Schauen Sie hier schon. Das da einplanen. Schauen Sie hier, das da. Gut, oder? Nach einer Führung durchs Haus ist Siesta-Zeit. Erfrischt und ausgeruht geht es am Nachmittag in ein kleines Restaurant in den Bergen, um die bevorstehende Verteilung der Motive auf dem Layout des Fliegers zu besprechen. Von zu Hause. Der hat alles. Am nächsten Morgen ist es soweit. Zeit für die Gestaltung des Janosch-Fliegers. Ich habe Ihnen heute mal das finale Modell von der Maschine mitgebracht. Ja. Und Sie hatten mir schon mal zugeschickt, welche Elemente wir integrieren können in die Maschine. Die habe ich auch mitgebracht. Nach den Vorgaben des Künstlers werden seine beliebten Motive auf dem Flieger verteilt. Und dann haben wir noch die ganzen Vögel und Sterne. Die verteilen wir unregelmäßig, überall wo Platz ist. Gut? Sieht gut aus. Schöner kann es gar nicht sein. So ein ganzes Flugzeug, das wäre doch in Ordnung. Dass wir es komplett getigert machen. Ja. Ich glaube, da müssen wir, das können wir beim nächsten machen. Okay, also nachher. Nachher. Eine Stunde.
Nach und nach finden die Motive an ihren Platz. Einige Wochen später in Frankfurt. Zur optimalen Nutzung von regulären Liegezeiten wurde entschieden, eine Boeing 767 statt der ursprünglich geplanten 757 mit den Motiven von Janosch zu bekleben. Florian Rothart bereitet sich auf ein Treffen mit Andrea Bauer und Birgit Klaus vor, bei dem die sich aus dem Wechsel des Modells ergebenden Änderungen besprochen werden sollen. Florian Rothart, seid ihr schon da? Super, alles klar. Ich komm rüber. Jo, bis dann. Ciao. Hallo, hallo. Servus, ne? Hi. Alles klar? Noch die 5-7, das ursprüngliche. Genau. Wir haben ja jetzt den Switch auf die 6-7. Da ist jetzt, da sind jetzt leider die Figur noch nicht drauf. Das ist noch in der Mache. Gemeinsam wird überlegt, welche Motive aufgrund des Wechsels neu positioniert werden müssen. Bei dem Tiger können wir es ja, wie gesagt, gegebenenfalls so machen, dass wir ihn spiegeln. Aufgrund der unterschiedlichen Form der Modelle und der anderen Anordnung der Türen bei der 767 müssen einige Figuren eine neue Position finden. Die Beklebung des Fliegers ist das Kernstück, jedoch bei weitem nicht der einzige Bestandteil der Kooperation. Auf einem eigens gestalteten Kooperationslogo findet sich die Zusammenarbeit von Janosch und Condor auch bildlich wieder. Während in Frankfurt die Neupositionierung seiner Motive besprochen wird, macht Janosch sich auf Teneriffa Gedanken über einen passenden Titel für das Projekt. Wie üblich kommt der Künstler dabei auf recht ungewöhnliche Ideen. Manchester. In einer Halle am Flughafen der britischen Metropole herrscht Hochbetrieb. Bis zu 4 Flugzeuge gleichzeitig werden in dem großen Gebäude regelmäßigen Wartungen und Kontrollen unterzogen. Auch der Janosch-Flieger soll hier beklebt werden. Nach Anpassung der Motive an die Form der 767 wurde die Anfertigung der Folien in Auftrag gegeben. Und nun liegen sie hier für die Beklebung bereit. Endlich kommt der Flieger an und es geht direkt an die Arbeit. Ein extra angereistes Team von Spezialisten wird parallel zum Check der Maschine die Folien am Flieger anbringen. Dabei werden die einzelnen Teile zunächst in Position gebracht und mit dem Layout abgeglichen. Stimmt die Position, werden die Folien unter Zuhilfenahme eines Schabers auf den Flieger aufgebracht. Am nächsten Tag kommt Florian Rothart in Manchester an. Neben der Überwachung des aktuellen Checks der Maschine wird er sich heute einen Eindruck über den Fortschritt der Beklebung verschaffen. Wir haben die Bravion vom Echo heute hier zum C-Check und während dieses C-Checks wird auch unsere Beklebung gemacht. Und ich bin heute Morgen hier angekommen und gucke mir mal an, wie weit wir jetzt mit der Beklebung sind. Der Flieger steht hier draußen bei uns vom Büro und die ersten Aufkleber sind schon dran, das ist schon mal gut. Und es gibt so ein paar Stellen am Flieger, die sind ein bisschen frickelig. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir die Aufkleber auch richtig ordentlich dran bringen, damit es auch später schön aussieht.
Beim Condor-Logo haben wir jetzt schon angefangen, die weiße Deckfolie drüber zu kleben. Das ursprüngliche Condor-Logo ist immer lackiert. Das machen wir im Zuge der normalen Lackierung vom Flugzeug, wird auch dieses Condor-Logo auflackiert. Bei der Janosch-Aktion ist es ja so, dass wir das über einen zeitlich begrenzten Zeitraum machen. Das heißt, da wählen wir die Beklebung. Und deswegen bringen wir jetzt übers Condor-Logo weiße Deckfolie auf, um dann später die bunten Condor-Buchstaben im Janosch-Style aufzubringen. Was wir jetzt auf dieser Seite als nächstes machen wollen, ist den Bären aufkleben. Der ist so gestaltet, dass er die Gäste begrüßen kann mit einer Blume in der Hand. Und ist auch ein großes Motiv und das kann sein, dass es ein bisschen knifflig wird, ihn aufzubringen. Das gucken wir uns jetzt auf Flieger gleich mal an. In der Luftfahrt hat Sicherheit höchste Priorität. Deshalb werden die Maschinen von Condor durch eigene Technikbetriebe nach höchsten Qualitätsstandards und gemäß strengsten gesetzlichen Vorschriften gewartet. Wing on the air, but we've got another star there, you see. So if we move it, the head. Hier in Manchester findet gerade der umfangreichste aller Checks statt, der sogenannte C-Check. Dabei werden die Flugzeuge auf Herz und Nieren überprüft und gewartet. Bei diesem Check wird deshalb eine längere Bodenzeit benötigt, da auch zeitaufwendige Modifikationen berücksichtigt werden müssen. Für so Sonderaktionen wie die Janosch-Beklebung hier hinter uns nutzen wir schon vorhandene Liegezeiten. Das heißt, der Flieger wäre so und so schon da für eine regelmäßige Wartung. Und wir nutzen diese Liegezeit und bringen hier die Aufkleber an. Die Wartungsarbeiten, die wir hier durchführen, die gehen natürlich vor. Das heißt, die Beklebung, die wir am Flieger machen, die muss sich dem unterordnen. Das kann zur Folge haben, dass wir erst stückweise mit dem Flieger bekleben und erst gegen Ende des Checks dann das Gesamtbild fertig ist. Für die Position der Motive ist natürlich die technische Zeichnung maßgebend. Dennoch machen wir natürlich kleinere Änderungen hier vor Ort. Wir haben zum Beispiel den Vogel, den wir da hinten sehen können, der diesen Koffer im Schnabel hat. Der war laut Zeichnung ein bisschen tiefer eigentlich gedacht, haben wir aber jetzt ein bisschen höher gemacht, damit man den Koffer auch ein bisschen besser sehen kann. Für Flugzeugbeklebungen haben wir ein extra Team, was hier anrückt. Das sind Spezialisten, die sich sehr gut auskennen mit Flugzeugbeklebungen. Man kann sich das vorstellen, es ist nicht so einfach, einen größeren Aufkleber auf gewölbte Flächen aufzubringen. Das braucht schon ein bisschen Übung. Da haben wir hier ein Team, was uns hilft. Und ja, da sind wir ganz gute Dinge, dass es am Schluss auch gut wird. Hi Steve. Hi. I'm Florian. How are you? Can we have a look at the bear? Yeah, just up there. Yeah? Okay, come on. Gemeinsam mit Steve, dem Fachmann für die Beklebung, geht es zum hinteren Teil des Fliegers, wo der Bär bereits in Position gebracht ist. Was ihr jetzt hier schön sehen kann, der Steve und sein Kollege, die bringen jetzt hier hinter uns den Bären an. Wir sind jetzt hier im hinteren Teil vom Flugzeug. Und da kann man mal schön sehen, dass es dann doch eine Herausforderung sein kann, so einen großen Aufkleber auf zum Teil gewölbte Flächen aufzubringen. Wir sehen das hier, die Kollegen haben so eine Art Schabe in der Hand und bringen den Aufkleber hier auf. Was man hier bei den Bären auch schön sehen kann, ist, dass also die großen Motive aus mehreren Folien bestehen. Und da muss man natürlich auch genau darauf achten, dass wir die Einzelfolien wirklich passgenau aneinander bringen, dass später ein normales Motiv entsteht. Zum Abschluss bekommt der Bär jetzt die Blume in die Hand und mit der kann er dann die Gäste begrüßen, wenn sie hier an Bord kommen. Ja, der Bär hinter uns lacht, ich jetzt auch, weil er klebt an der richtigen Stelle und mit seiner Rose in der Hand wird er in Zukunft unsere Gäste begrüßen. Während die Beklebung des Fliegers mit seinen Motiven in vollem Gange ist, denkt Janosch beim Spaziergang in den Bergen Teneriffas schon über seine nächsten Geschichten nach. Meistens laufe ich im Dauerlauf und hier gehe ich zum Joggen. Bergauf joggen und dann, ja, es gibt ein paar Löwen und ein paar Elefanten gibt es auf der anderen Seite. Die kann man ja hören. Ich höre sie. Zum Beispiel hier auf dieser Stelle, da sitze ich manchmal tagelang.
Ans Aufhören denkt Janosch noch lange nicht. Man darf gespannt sein, was von ihm noch alles zu lesen und zu sehen sein wird. In Manchester macht Florian Rothart ein paar letzte Kontrollgänge, bespricht sich mit den Mitarbeitern und nimmt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Janosch-Flieger mit nach Hause. In nur einem Tag hat sich einiges getan bei der Beklebung. Auch das blaue Condor-Logo hat sich innerhalb von 2 Stunden in die bunte, vom Künstler Janosch gestaltete Version verwandelt. Ja, ich freue mich, dass die Aufkleber drauf sind. Sieht super aus. Auch der normale Check läuft eigentlich wie geplant. Und da sind wir froh, dass der Flieger bald jetzt wieder zurück in die Operation geht und in seinen neuen Farben durch die Welt fliegen wird. Informationen zur Kooperation auf www.condor.com.